Hallo, liebe DC-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Railway Empire. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir hier in Atlanta weitermachen und habe dann den Entschluss gefasst, wir bauen hier alles komplett neu. Das heißt, den Bahnhof abgerissen und einen großen Bahnhof mit Stellwerk jetzt hier hingebaut. Ja, hat ein bisschen gedauert, deswegen habe ich das Ganze offline gemacht, aber er steht nun endlich. Und somit sollten jetzt die Züge dann besser hier durchkommen, ohne langes Rumgeeiere. Ne? Das ist ja das Ziel, dass es keinen Stau gibt. Und so wie es aussieht, flutscht es jetzt auch besser. So soll das Ganze sein. Hätten wir gleich machen können, ja, aber gut. Aus Erfahrung wird man dann klug. So, ja, wir machen weiter mit dem Streckennetz. Ja, wir müssen ja nach Westen kommen, das ist das Ziel. Aber schön ganz langsam machen wir das. Was haben die für ein Problem wieder? Naja, Mais fehlt, Fleisch fehlt, naja, wieder alles praktisch. Das macht nichts, denn wir haben ja jetzt alles hier vorrätig. Pass auf, wir werden jetzt hier eine Zuglinie installieren und die fährt dann hier nach hier. Oh, wir haben neue Loks mittlerweile, das ist gut. Was haben wir denn da? Santa Fe, die schnell. Sollen wir mal die Hudson nehmen? Komm, wir nehmen mal die Hudson zukünftig. Als neue Lok. Die wird den Mais liefern. Und lass mich mal kurz gucken. Haben wir keinen Zug, der von Atlanta nach Indianapolis fährt? Haben wir nicht. Gut, dann werden wir hier einen aufsetzen. Der muss nämlich da Fleisch liefern. Die hat's. Gut. Okay. Hier ist was los. Wahnsinn. So, die steigt wieder, sehr gut. Bei Atlanta können wir jetzt mittlerweile Autos bauen, aber da brauchen wir noch ein bisschen. Was ist das hier? Ist das Öl? Nee. Gas ist das. Gas, okay. Aber das ist doch kein Gas hier, oder? Das ist eine Mine, nee. Mhm. Mhm. Dem fehlt der Rinder. Holz auch. Okay, dann müssen wir da was tun. Dann würde ich sagen, bauen wir hier wieder eine Linie. Die hier Holz liefert. Milch ist auch langsam wieder ein Problem. Ah ja. Da kommt das Gas her, interessant. Du machst das jetzt so. Hast eh schon genügend zu tun, genau. Mhm.
dann bauen wir noch eine nach Washington. Genau. Dann schaut es dann hier aus. Die fährt nur. Warte mal. Soll nur Fracht transportieren, bitte. Und dann werden wir noch eine hier. Und zwar von hier nach Nashville. Jacksonville muss wachsen. Da fehlt was. Was haben wir denn da noch vergessen? 120.000 Einwohner, sehr gut. Nashville. Ja, ich weiß schon. Eine Atlanta fehlt da noch. Hier ist übrigens das Getreide. Da meinen wir, die brauchen da hinten Getreide, ne? Eigentlich. Pass auf, dann bauen wir da einen Bahnhof hin. Tunnelnähe. So ist fein, genau. So. Versorgungsturm. Halt. Eine Zuglinie bitte. Genau. Da kommt hier noch eine zweite hinterher. Und dann werden wir hier im Warndepot auch noch Mais ansiedeln. Und Fleisch. Und Bier. Weil wir jetzt noch einen Zug fahren lassen, der fährt nur bis zum Depot.
So, Holz brauchen wir auch noch und Fleisch, ne? Genau, und das andere. Kann nicht sein, wir müssen noch. So fehlt die Mittel. Dann bauen wir mal hier. Okay, verstehe. So. Das werden wir mal Jackson Mill ein bisschen pushen. So, genau, wunderbar. Es läuft jetzt ein bisschen besser. So, hier 54, 55, jawohl, Chicago ist auch schon fast bei 100. Ja, 100.000, jede Stadt hochzuziehen, wäre schon schön, wenn es ginge. Müssen aber natürlich noch einiges tun, ist klar. Toledo, da könnte man mal eine Sehenswürdigkeit hinsetzen, oder? Oder ein Hotel. Oh, ein Hotel. Portland ist auch am Wachsen, sehr gut. Charlotte, ne? Da fehlt noch was, was fehlt da? Da bauen wir eine Sehenswürdigkeit hin. Was fehlt da? Mais. Holz. Mais und Holz. So, Atlanta wächst wieder, sehr gut. Atlanta machen wir mal. Sehenswürdigkeit. So. Ja, da fehlt die Milch natürlich wieder, ist klar. Milch könnte man da unten auch noch ansiedeln. Ah, da hinten, genau, da ist noch eine Milch
eine Milchfarm hier unten. Das ist natürlich sehr gut. Dann schließen wir jetzt mal einen kurzen Memphis an. Würde ich sagen. Ja, New Orleans kommt da hoch. Genau, Memphis. Machen natürlich jetzt auch gleich einen Bahnhof mit Stellwerk. Versuchen gleich das so zu machen, dass das Sinn macht einfach. Dass wir da keine Probleme haben zukünftig. Ups. Ich glaube, 6 wächst wieder, sehr gut. Memphis Hammer. Kann ich mit dem Bahnhof hier beide erschlagen? Ja, kann ich, sehr gut. Genau, wunderbar, so soll es sein. Und dann habe ich hier noch eine Weiche, bitte. Einmal. Zweimal. So. Genau. Gut. Also, gleich eine Zuglinie wieder. Ah, die kann wieder... Pass auf. Ja. Lass das Fleisch weg. Nehmen dafür das hier. Genau, das ist besser. Wechseln wir wächst, sehr gut. Das machen wir noch einen Zug. Natürlich, ist klar. Warte mal, das ist blöd. Ja, von Memphis nach St. Louis auf jeden Fall, aber da warte ich noch, bis wir die Strecke fertig haben. Warte mal. Oh, der Apfel. Der Apfel muss auch noch mit. Moment. Der Apfel darf jetzt nicht fehlen. So, schau. Wir bauen hier einfach eine zweite Strecke. Warte. Hätte ich jetzt beinahe wieder die Äpfel vergessen. Das darf natürlich nicht sein. So, wir müssen hier rüber.
Mag er nicht. Warum nicht? Ist ihm das zu steil? Dann machen wir es eben so. So, genau, dann brauchen wir hier noch auch nochmal eine Linie bzw. Gleise, weil wir die gleich verbinden hier rüber. Sehr gut. Wunderbar. So, jetzt bauen wir nämlich hier rüber. Die Verbindung. Schauen wir mal, was bietet der an? Tunnel. Da ist es ja richtig felsig hier. Hier, da wird es gehen. Ja, dann machen wir das so. Versorgungsturm und dann noch wohin? So. Okay, gut. Dann wollen wir jetzt die Hudson draufsetzen. Genau, die fährt jetzt St. Louis und Memphis. Dann braucht man eine neue Linie von Memphis nach Atlanta. So, dann brauchen wir noch eine. Genau. Das ist die erste. Und die andere ist die hier. Hudson. So, es wird das Warndepot bald zu eng werden, glaube ich, für alle. Wahnsinn. Irre. Ja, Fleisch ist das Problem. Gemüse auch. Gemüse aber da unten. Die können auch Äpfel schon erwarten, oder?
Also machen wir es so. Wir da noch eine Strecke bauen finden, glaube ich, weil sonst fahren die dann Umweg. Es muss nicht sein. Warte mal. Das wäre sonst blöde. Warte mal, das machen wir anders. So, einmal richtig bitte. Genau. So, und dann machen wir hier, fädeln wir wieder richtig ein. Yep. Und so machen wir das. So, passt. Memphis wächst, genau. Jackson will hoffentlich auch. Ja. Ja, das Fleisch ist das Problem. Oder muss ich die übernehmen vielleicht? Ja, glaube ich auch. Kann ich die kaufen? Kostet die schon? Ja, die nehmen wir. Die bauen wir aus. Schaut so aus, haben die genügend Tiere? Wir haben keine. Warum haben die keine Tiere? Schlecht. Warte mal, haben wir da. Willst du nur eine haben, die. So.
direkte i lærer derhen. Angebotene Waren. Also muss ich jetzt... Nee, das kann es nicht sein. Nee. Dann nimmt keine... Warum nimmt ihr keine Dinge mit? Verstehe ich nicht. Wir müssen doch irgendwann mal die Tiere mitnehmen. Oh, die Folge ist zu Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann ein Abo. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr von Railway Empire. Ja, wir sind weiter das nächste Mal unterwegs. Im Wilden Westen, ne? Also, bis dahin. Tschüss.